Hey Leute, was geht? Karin hier bei Spiel mehr Apps und Games und es geht weiter in unserem Kreativmodus. Ein bisschen schneller. So, und heute. Nein, ich möchte runter. War das eine Insel da? Schaut mal hier. Sieht irgendwie so nach einer Unterwasserinsel aus. Noch ganz andere Fische. Oh. Das ist ja cool. Das sieht ja aus wie Atlantis hier. So eine untergegangene Stadt irgendwie. Das hier. Ah, da hinten geht's. Ich wusste gar nicht, dass da hinten noch weitergeht. Ich dachte, hier wäre Schluss. Da versuchen wir erstmal. Nee, tut mir leid. Also da müssen wir uns hier nochmal auf die Suche machen nach neuem Land. Wobei. Ernüchternd. Also es scheint hier doch ein bisschen weiter zu gehen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, da wäre Schluss irgendwann. Aber schaut euch das mal an. Also hier scheint es zumindest ein paar Inseln zu geben. Na egal, wir gehen wieder zurück. Ich dachte, das wäre schon wieder Festland, aber... Das mit der versunkenen Stadt? Interessant. Richtig interessant, Leute. Also. Schaut euch. Das mal an. Phänomenal. Ja, das ist irgend so eine versunkene Stadt auf jeden Fall. Wie cool ist das denn? Oh, ist das cool. Ist... Die Geräusche hier machen mir aber gar keinen Spaß. Phänomenal, sage ich da nur. Phänomenal. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, so eine versunkene Stadt zu entdecken. Aber ihr habt es wahrscheinlich schon ein paar Mal gesehen. Also ihr habt bestimmt schon mal so eine versunkene Stadt entdeckt. Oder, Leute? Also ich möchte zurück zu meiner Insel. Das machen wir jetzt auch. Also beim letzten Mal hatten wir uns einen schönen Garten gemacht. Ist das vielleicht eine andere Welt? Durch diese Geräusche da? Wir wollten uns hier ein bisschen um das Innere kümmern. Das sieht ja so ein bisschen kahl hier aus. So, Dekoration. Ein Plattenspiel. Es gab doch hier einen Plattenspieler, ja. Rosa Glasscheibe. Oh. Wir machen uns, glaube ich, andere Glasscheiben. Und zwar hellblaue. Gucken, ob wir das hier so hinbekommen. Das sieht ja cool aus. So, hier nehmen wir vielleicht... Ne, dann nehmen wir mal so eine... so eine. Türkise. Ja. Das sieht doch phänomenal aus. Neue Fenster. Na, wobei, das sieht jetzt nicht so cool aus. Ich finde mal so eine Tür hier. Thank you.
So sieht das doch schon viel besser aus. So, Dekoration. Gibt es ja auch Teppich? Ja. Wir nehmen mal einen weißen Teppich. Schleimblock? Okay. Schöner Tipp. Ah, wobei, wisst ihr was? Wir machen das jetzt wie folgt. Wir wechseln das jetzt ständig. Aber als erstes brauchen wir hier wieder. Fangen wir hier an der Tür mit einem weißen Teppich. Okay. So, und dann wechseln wir hier auf eine andere Farbe. Aber welche? Ich nehme so einen türkisen Teppich, passt zu unserem Fenster. Wird schon hier wie Sims. So. Ah nein. So. Oh, das sieht klasse aus. Das gefällt mir sehr, sehr gut, Leute. Ah, oh, sieht klasse aus. Also mir gefällt's. So, dann packen wir das Bett mal hier hin. Also brauchen auch ein Bett. Wie kann das hier nicht auf den Teppich? Anscheinend nicht. Okay, nicht schlimm. Haben wir da ein Bett. Wie sieht's mit Werfer? Können wir vielleicht draußen packen. Wir brauchen eine Truhe. Wobei, wir hatten hier Redstone-Truhe. Okay, dann fehlt uns noch. Was fehlt uns denn noch? Eine Werkbank, klar.
So, okay. So, was gibt es denn hier an Dekoration jetzt so ein bisschen? Ne? Plattenspieler. So, okay. Können ja mal ein Sofa hier hin machen. Dann machen wir das wie folgt. Ach man. Ach so. Okay. Ich hätte jetzt nicht gedacht. Okay. Ich dachte, das wären jetzt. Ach, das sind Kisten. Ich dachte, das wären irgendwelche. So, wir nehmen hier ein Baumaterial. So, machen wir uns jetzt. Hier. Wir machen uns jetzt so ein Sofa hier. Und zwar mit Ton. So. Ja, mit einem Riesensofa. Ehrlich gesagt, das ist mir ein bisschen zu groß. Bis hier reicht es eigentlich schon. So, wir brauchen jetzt wieder Teppich. Einmal weiß und einmal türkis. Ja, hier ein tolles Sofa gebaut. Okay. Oder ein Sessel. Und dem können wir uns ja mal ein Sofa bauen. Da finden wir vielleicht anderen Ton und zwar so einen weißgebrannten. So, den machen wir dann wieder ein bisschen größer. Ja, toll. Am besten hier noch mit so was zum. Ah ne, das sieht doch blöd aus. Ja, ein Sofa haben wir jetzt auch. Toll. Also besser kann es ja eigentlich nicht werden. Es fehlt eigentlich nur noch ein Fernseher. Und dann wäre das Ding hier fertig. So, ich finde, also ich finde, unser Haus wird auf jeden Fall ist auf jeden Fall schöner geworden jetzt. Mit dem Sofa und so. Das sieht doch klasse aus. Schaut euch das mal an, Leute. Also mir gefällt es wirklich sehr. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, ich sollte Minecraft-Innenarchitekt werden. Nein, natürlich nicht. Gibt es das überhaupt? So, ein paar Blümchen haben wir hier auch. Das passt hier noch nicht so ganz. Ach Mann, blöd.
Ja, sonst sieht es doch eigentlich ganz schnieke aus hier. Oder was sagt ihr, Leute? Jetzt haben wir auch innen alles fertig gemacht. Und beim nächsten Mal können wir dann mal wieder in den Wobei, ich mache das hier offline dann fertig. Dann könnt ihr meinen Weg hier sehen, wie der endlich mal aussieht. Mein goldener Weg hier. Ich finde, der ist mir sehr gelungen. Die blauen Dinger passen hier nicht so ganz, aber sieht halt besonders aus hier auf Kahns Superinsel. Leute, was sagt ihr? Schreibt es gerne in die Kommentare, ne, falls ihr Vorschläge noch habt. Also der Innenraum gefällt mir jetzt von unserem Haus eigentlich sehr gut. Da möchte man doch gerne immer nach Hause kommen. Leute, was sagt ihr? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn es euch gefällt, gerne einen Daumen nach oben. Wenn es euch gefällt, Daumen nach unten. Leute, danke, dass ihr so geduldig mit mir wart und das Video bis zum Ende angeschaut habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, Leute. Ich liebe mich jetzt hin. Ciao! In meiner neuen Minecraft-Bude.